Moin Leute, ich hatte jetzt eine gute Woche mit dem OnePlus 8T und ich muss echt sagen, OnePlus is back, baby! Beim Design macht OnePlus hier natürlich keine großen Experimente. Ich meine, wenn ich das Logo hinten zuhalte, was habe ich hier? Ein Samsung Galaxy S20? Ein Xiaomi Mi 10? Bitte einfügen, die Endung. Oder ein aktuelles Huawei-Smartphone? Das ist halt die Frage. Ich meine, das hier ist das Galaxy S20. Das ist ein Glas-Sandwich mit einem Kamerabump auf der Seite, nach links versetzt. Aber gut, was funktioniert, muss man ja nicht unbedingt anders machen. Wir haben hier ein 6,55 Zoll AMOLED-Panel, das mit Full HD Plus auflöst und 120 Hertz unterstützt. Ob jetzt 1440p hätten sein müssen, dahingestellt. Inhalte sind scharf, werden scharf dargestellt und die 120 Hertz sind beim Scrollen durch lange Feeds immer gerne gesehen. Ihr seht auch hier eine klassische Quadcam, also vier Linsen. Wir haben einen 48 Megapixel Hauptsensor, das ist dieser Sony 586, den OnePlus auch schon seit dem OnePlus 8 verbaut. Und inzwischen muss ich sagen, die haben ihre Algorithmen echt zusammengekriegt. Ich habe sonst immer meckern müssen bei vorherigen OnePlus-Geräten, na, da muss man nochmal an die Software ran und gerade Nachtaufnahmen sind viel zu überlichtet und es rauscht. Nee, ist hier nicht tatsächlich. Jetzt zum ersten Mal, ich sagen muss, geile Arbeit OnePlus. Ehrlich, es gefällt. Es wird immer noch ein bisschen überbelichtet, aber jetzt nichts, was kritisch ist. Das sieht man bei Zwielichtaufnahmen ziemlich gut. Aber ansonsten, wir haben hier noch eine 16 Megapixel Ultra-Weitwinkel, eine 5 Megapixel Makrokamera und nochmal einen 2 Megapixel Monochrom-Sensor. Auf jeden Fall macht die Kamera ziemlich gute Bilder. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Vorne im Display, es gibt keine Pop-Up-Kamera oder irgendwas dergleichen, ist halt eine klassische Hole-Punch-Notch. Ist in Ordnung, macht ebenfalls saubere Bilder, macht auch einen schönen Tiefeneffekt bei Selfies. Ja, es wird halt künstlich errechnet, aber funktioniert, bis auf so ein, zwei unsaubere Kanten, alles super. Angetrieben wird das ganze Ding von Snapdragon 865, kein Plus. Es gibt aber den UFS 3.1 Speicher, das heißt, Apps starten schnell, Programme laufen zügig. Ist eine gute Performance, gerade zusammen mit den 120 Hertz. Es gibt ansonsten 128 GB internen Speicher mit 8 GB RAM und es gibt eine 256 GB Version mit 12 GB RAM. Also mehr als genug Reserven auch einfach für die nächsten ein, zwei Jahre. Einer der Gründe, warum das OnePlus 8T sich so gut anfühlt, ist natürlich auch OxygenOS, die Android-Version von OnePlus. Die gehört seit Jahren zu meinen Lieblingen, weil sie halt so richtig schön nah an Stock ist und wirklich nur so richtig sinnvolle Features einfach noch ergänzt. Und wie Android auch, ist auch OxygenOS sehr erwachsen. Da wird nicht mehr radikal alles umgeworfen mit jeder Version. In der neuesten Version gibt es jetzt einen erweiterten Dark Mode. App-Icons sind ein bisschen nach unten gewandert, damit man sie halt bei dem großen Display besser erreichen kann. Cool mitgedacht, coole Erweiterung. Nichts Revolutionäres, aber tatsächlich sehr, sehr gut. Was ebenfalls wesentlich besser geworden ist als noch beim 8 Pro. Beim 8 Pro waren die Lautsprecher-Mucks. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass die Dinger 900 bzw. 1000 Euro gekostet haben. Hier tatsächlich wieder Dual-Speaker. 80% feuern unten raus, 20% oben. Aber insgesamt ist das Klangbild voller, lauter und einfach wesentlich besser geworden. Ein Feature, das es halt nicht für das 8T gibt, das weiterhin dem 8 Pro vorenthalten bleibt, ist das drahtlose Laden. Aber das OnePlus 8T kann halt mit 65 Watt schnell geladen werden. Durch so einen 2-Zellen-Akku ist das möglich. Und OnePlus selbst sagt, ihr kommt von 0 bis 60% innerhalb von 15 Minuten. Ich habe mal einen Praxistest laufen lassen, habe es von 15% mit angeschaltetem Display laden lassen, mit dem integrierten Schnelllader. Und ich habe es auf 65% geschafft in 15 Minuten. Und das ist, ich brauche kein drahtloses Laden, wenn ich morgens unter die Dusche springen kann und dann einfach anklemmen kann und wenn ich rauskomme, habe ich genug Saft für den ganzen Tag. Und das habe ich wirklich, weil das ist ein anderthalb, zwei Tage Handy. Ich hatte jetzt so zwei Tage, die sowas, so ein bisschen Normalität waren, mit einem Weg zum Büro, 4G, 5G, gar kein Internet in der U-Bahn. Und ich habe trotzdem anderthalb Tage geschafft, bis ich wieder an Strom musste. Das heißt, wenn man es noch ein bisschen weniger nutzt, zwei Tage auch, überhaupt kein Problem. Jetzt natürlich die Frage, solltet ihr das OnePlus 8T kaufen? Und ganz ehrlich, ja, solltet ihr. Sie haben die Preise des Vorgängers beibehalten. Das bedeutet, die Version mit 128 GB internen Speicher, 6 GB RAM, 650 Euro, 256 GB interner Speicher und 12 GB RAM, 700 Euro. Und für das Geld ist das Ding ein absoluter No-Brainer, weil die Performance passt, die Kamera ist gut. Es macht einfach richtig viel Spaß mit dem Display. Für 700 Euro bin ich der Meinung, dass die meisten Menschen damit extrem glücklich werden. Und deswegen, OnePlus is back, baby. Also, was sagt ihr? OnePlus, Galaxy S20,
Xiaomi Mi irgendwas? Schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten seid, ihr kennt das Spielchen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schaut bei unserem Channel vorbei für mehr geile Videos, macht die Glocke an und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.